Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Paper Mario 2, die Legende vom Eonentor. Ja, wir sind nun in Falkenheim und wir sind ja als Kämpfer registriert. Und ich denke mal, wir können uns einfach weitermachen damit. Ein paar Kämpfe machen. Ja, da kommen wir nicht dran. Na gut. Wir wollen weiterkämpfen. Also wir können Freundschaftskampf machen. Okay. Wahrscheinlich gegen besiegte Gegner, dass wir die vielleicht nochmal bekämpfen können. Aber wir wollen erstmal dann diesen Kampf machen. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dann folgende Gegner. Ist gegenwärtig auf Rang 18, du kämpfst gegen die Pantherkämpfe. Im folgenden Kampf solltest du keine Items benutzen. Ein echter Kämpfer verlässt dich nicht auf irgendwelche Hilfsmittel, okay? Zeig mir einen guten Kampf. Oh, sieht so aus, als hätten wir die Ehre, gegeneinander anzutreten. Ich glaube, dann nutze ich mal Gumblino. Bomba, der Kampf beginnt. Folge mir. Müsste der nicht auch Marono da mitnehmen? Na gut, die werden wahrscheinlich getrennt abgeholt. Die Gegner im vollen Kampf sind der Kavallklempner Bomba Luigi und die undurchdringlichen, die Panzerkämpfer. Also los, Mario, wir schaffen das. Also los, Bomba. Wir sind zwar in derselben Garderobe, aber warte keine Gnade im Kampf. Let's fight! Ich glaube, wir müssen alles scannen jetzt. Aber die halt noch nicht haben. Du darfst keine Items benutzen, ja, das sollte gehen. So, du scannst einfach mal den da. Ja, das sind zweimal die gleichen sogar. Das ist ein Panzer-Koopa. Die Farbe ist etwas anders als bei normalen Koopas. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Da kann ich mehr als ein normaler Koopa auch. Du kannst ihn besiegen. Du solltest Marono nicht zu sanft anpacken. Ihr bleibt trotzdem Freunde. So, eigentlich würde ich ja erstmal den Para-Typen da angreifen, aber den wollen wir noch scannen. Autsch. Deshalb einmal scannen bitte. Das ist ein Panzerparer, also ein etwas verfärbter Paracooper. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Er kann nicht mehr als jeder normale Paracooper. Seine Verteidigung sind also oft 0, wenn er auf dem Rücken liegt. Ein Kopfnuss ist übrigens auch ziemlich effektiv, also auf den Kampf. So, den holen wir erstmal vom auf den Boden der Tatsachen. Würde ich sagen. Du kannst den dann mal weghauen. Ja, Mario, hat den mal um. Der steht schon wieder. Aber der hier geht aus dem Baden und Mario haut den da weg. Easy going. Und wir haben keine Items benutzt und kriegen auch wieder nur einen Erfahrungspunkt. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. So geht das. Bitte, deine Gage. Exakt 6 Münzen. Mario steigt auf Rang 18. Dein Rang wurde erhöht. Jo, danke. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht dich. Du kennst dich schlecht und diesmal hast du uns sogar geschlagen. Das nächste Mal werden wir dich besiegen. Das glaubst auch nur du.
Aber wir können uns ja sogar kostenlos hier heilen. Und daher machen wir das jetzt einfach mal. Warum auch nicht? Und ja, würde man sagen, weiter geht's. Das fällt mir jetzt erst auf, dass das sogar den Sound macht. Im Game Boy Advance. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dann folgen der Gegner. Bis gegenwärtig auf Rang 17, du kämpfst gegen das Pocket Trio. Im folgenden Kampf solltest du deinen Partner nicht wechseln. Vertraue dem Partner, für den du dich anfänglich entschieden hast. Verdammt. Etwas beängstigend, oder? Zeig mir einen guten Kampf. Da wir die scannen müssen. Oder wollen. Muss ich bei Combina bleiben. Ich glaube, die kann nichts gegen die Pockys machen. Bomber, der Kampf beginnt. Folg mir. Na gut, dann müssen wir notfalls ein Item einsetzen oder eine Sternattacke. Mal schauen. Okay, die müssen wir aber nur einmal scannen, weil es anscheinend die gleichen sind. Die Gegner im vorigen Kampf sind der Gewaltländer Bomber Luigi und die Gestachelten, das Pocket-Trio. Wir lassen uns niemals besiegen. Wenn du uns nur anfasst, wirst du schon dein blaues Wunder erleben. Let's fight! Coole Mucke. Okay, aber sie darf ja das denn bleiben. Gerne auf dem Pocky. Ich gehe zwar davon aus, dass wir die irgendwann auch nochmal treffen würden. Aber egal, das ist ein Pocky. Pocky ist ein Kaktusmonster mit fiesen Stacheln. Max KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Pass auf die Stacheln auf. Wenn du springst, wird das bestimmt ziemlich weh. Pockys werfen mit Teilen ihres Körpers oder fallen auf dich drauf. Außerdem rufen sie gerne Verstärkung, dass sie uns schnell besiegen. Ja. Also nur einer. Komm, dann setzen wir das Wutbeben ein. Können wir uns ja, glaube ich, sowieso wieder kaufen. Oh, und das heißt ein Level Up. Sehr schön. Und ja, ich gehe auf Ordenpunkte. Weil, warum nicht? Kann man durchaus gebrauchen. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Das war ja ein Kinderspiel. Bitte, deine Gage, exakt 7 Münzen. Rang wurde erhöht, bla bla bla. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Hey Bomber, da bist du ja wieder. Und, hast du wieder gewonnen? Du siehst topfit aus. Weißt du, du bist mein großes Vorbild. Kommst du wohl her? Du weißt genau, dass ich dir verboten habe, da reinzugehen, also hör damit auf. Du solltest langsam lernen, Regeln zu befolgen. Und du solltest aufhören, mir ständig nachzulaufen. Das finde ich nämlich ganz schön nervig. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, fliegst du raus, kapiert? Mal wieder Samum? Tut mir leid, dass ich diesen Nörgel mitgebracht habe, Marono. Mach dir nichts draus, die spielt sich immer so auf. Ich mag sie irgendwie nicht. Aber warum rennst du ihr dauernd nach? Einfach so halt. Aber was auch immer, ich gehe dann mal wieder. Geht der vielleicht auf Totzkoba? Wer weiß? Ich will aber mal ganz kurz wieder raus. Okay. Aurelius, der Champion. Und was für ein Champion. Man spürt seine Energie. Aber keine Sorge, der nächste Champion bist sowieso du, oder?
Na, ja, ganz schön hart sein und beliebt zu sein. Klingt mich ein bisschen anders, hast du das vielleicht auch? Ja. Bestimmt. So, ich wollte mich mal ganz kurz hier hinten rein. Ach, der schon wieder. Ich habe es auf die kleine Mademoiselle da abgesehen, aber sie ist so abweisend. Ich muss unbedingt ihr Herz gewinnen. Eine wahre Schönheit, wie mag sie wohl heißen? Sie kommt oft hierher und immer steht sie ganz allein, still in der Ecke. Eine mysteriöse Dame, aber sie wird von allem bewundert. Aurelius, der Champion, sein Glanz ist nicht echt. Esper ist der zweite Champion dieser Arena. Der erste Champion, Dr. Holster, der war wirklich brillant. Aber eines Tages war er plötzlich verschwunden. Es gibt immer noch viele Fans, die auf seine Rückkehr hoffen. Dieses kleine grüne Männchen ist der Wirt in dieser Softbar. Sein Name ist Bonhard. Nach dem Kampf kommen viele Fans aus der Arena direkt ins Anladen. Übrigens, dieser Wirt liebt Hämmer. Er ist ein richtiger Hammerfetischist. Okay. Willkommen. Hier treffen sich die Fans der Arena, um zu palabern. Männer sind doch alle gleich. Immer wollen sie der Größte und der Stärkste sein. Also früher, da war ich. Egal, viel Erfolg weiterhin. Ja. Ja. Danke, Gumbina. Danke, danke, danke. Wirklich viel, viel Dank. Ja, ist. Ja, Gumbina. Klappe. Für den da. Kennen. Dieser Bluff ist ein großer Fan von Aurelius. Aber noch lieber ist es ihm, wenn die Kämpfer gewinnen, auf die er gewettet hat. Was? Bomba Luigi? Entschuldige, aber die zweite Liga interessiert mich nicht. Ein Lakitu, der die Kämpfe in der Arena liebt. Besonders toll fand er immer Dark Toaster. Ob dieser Dark Toaster wirklich so toll war? Hey, wie geht's dir? Vielleicht bist du ja auch ein so großartiger Kämpfer wie Dark Toaster. Aha. War nicht gesehen, aber vermutet. Dass da was sein muss. So, ich wollte mich noch mal ganz kurz hier in den Item laden. Einerseits noch mal ein bisschen was lagern. Trockenpilz, bin mir eh nix. Das Ding weg. Das hier weg. Ach komm, ein Pilz mal weg. Passt. Dann holen wir es noch ein Wutbeben zurück. Und der Blitz haben wir schon. Ja, passt. Okay. Dann geht's zurück zum Kämpfen. Wollen weiter aufsteigen, ne? Und daher nicht zu viel Zeit verschwenden. Weiter geht's mit dem Kämpfen. Bin mir angeschlagen? Nee, glaube nicht, ne? Ach, da ist er ja wieder. So. Wer ist denn unser nächstes Opfer? Hallo Bomber, du möchtest dich also Kampf anmelden? Also gut, dann folgen der Gegner. Es gegenwärtig auf Rang 16. Du kannst gegen die Knochenwerfer. Im folgenden Kampf solltest du keine Sternenattacke benutzen. Keine langen Inszenierung. Ich möchte einen soliden Kampf sehen. Zeig mir einen guten Kampf. Ja, sollten wir hinkriegen. Ohne Sternenattacke. Wir haben nur fast Items. Bomber, der Kampf beginnt. Folge mir. Und Kupio haben wir nur fast ja auch. Er kann die alle weghauen, gewiss. Noch ein Trocken, ne? Der Gegner am vollen Kampf sind der Kavallerkämmer, Bomber Luigi und die knarzenden Knochen, die Knochenwerfer. Also los mal, wir schaffen das.
Von dir wird nicht mehr als ein Skelett übrig bleiben. Let's fight! Okay. Du darfst keine Sternattacken nutzen. Oh, die haben wir sogar schon. Mach mir den Schaden mit einem Multisprung. Mal gucken. Tun wir. Das war easy. Na ja, gut, dafür gibt es auch nur einen Sternpunkt, aber egal. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. So geht das. Oh yeah. Bitte, deine Gage. 9 Münzen. Thank you very much. Dann lang wohl, bla. Ich lasse dich jetzt allein. Man sieht sich. Schon wieder gewonnen. Mann, du bist wirklich der Hammer. Du bist der vielversprechendste Kämpfer, den ich jemals gesehen habe. Mach weiter so. Vertraue mir, ich habe einen Blick für so etwas. Ah! Ruhig. Ein Bein, alles okay. Fass hier an. Na, hier lang. Aus Mama, aus dem Weg. Das scheint einer so stark verletzt zu sein, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Aber schließlich wird hier gekämpft. Da passiert so etwas häufig. Ja. Mein Sohn. Aber, ja. Gehen wir einfach mal weiter. Also Bomber, schon wieder anmelden? Okay, gut. Hier, der folgende Gegner ist auf Rang 15. Du kämpfst gegen Lakitu und Partner. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Partnerfähigkeit einsetzen, kapiert? Das Publikum steht auf Teamwork. Da darf man mit seinen Mitstreitern nicht hinterm Berg halten. Zeige uns, dass du mehr als ein langweiliger Einzelkämpfer bist. Hier der Scanner von Gumbina schon als Partner-Move? Müsste doch eigentlich, oder? Komm mal, der Kampf beginnt. Folgt mir. Let's go! Die Gegner im folgenden Kampf sind Bomba Luigi und die Bomba-Truppe Lakitu und Partner. Also los, Mario, wir schaffen das. Gegen unser gefährlichen Angriff hast du nicht die geringste Chance. Let's fight! Weil der Lakitu schwebt, den können wir so oder so nicht treffen mit Kupio. Aber. Ja, Mann! Du böser Gumba! Genau, bitte mal auf den da. Das ist ein Stachi. Die Stacheln der Stachis verursachen riesigen Schaden. Max HP 3, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. 3x3. Solange du sie nicht umdrehst, verpuffen Angriffe so gut wie wirkungslos. Also solltest du sie alle so schnell wie möglich umdrehen. Anstatt zu springen, nimmst du am besten Powerblöcke wegen der Stacheln. Okay, das hilft schon. Habe ich einen Powerblock? Ja, habe ich. Betrifft zwar den Lakitu nicht. Aber was soll's. Oder doch, klar, das ist der Lakitu. Was? Die drehen sie jetzt schon um? Wie gemein! Das ist ein Lakitu. Lakitu sind Koopas, die auf Wolken reiten. Max KP 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie werfen mit Stachli-Eiern. Wenn sie Stachli-Eier tragen, solltest du nicht auf sie springen. Wir sollten sie rasch loswerden, bevor wir hier von Stachis umzingelt sind. Man weiß schließlich nie, wie viele Stachli-Eier so ein Lakitu dabei hat. Ja. Bodendeckengegner, okay. Ich glaube, das sollte reichen, oder?
Oder Bandy, Stachis. Wir kriegen doch auch Schaden davon, oder? Tun sie, okay. What? Nur ein Sternpult? Was eine Verarsche. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Das war ja ein Kinderspiel. Bitte deine Gage und 10 Münzen. Dann lang wurde erhöht, bla. Adios. Der Hotdog-Stand draußen soll was Neues im Angebot haben, wo wohl ein ganzes Bubu-Ei, was Bubu-Ei drin ist. Wusstest du, dass diese Hotdogs deine KP und BP im Kampf wieder aufführen können? Echt nahrhaft. Keine Sorge, ich krieg keine Provision. Ich bin einfach nur begeistert. Probier es doch mal. Ob das eine Anspielung war, dass wir da mal hin sollen? Wir können mal ja gucken gehen, klar. Ob sich da jetzt irgendwas Neues getan hat, wenn wir da hingehen. Die Umgebung scheint sich ja auch hier und da mal ein bisschen zu ändern. Ja, hier sind bald wieder nicht mehr die großen Masse an Fans. Ich meine, so ein Hotdog haben wir ja auch schon, ne? Oh nein, ich bin verloren! Ah, okay. Es tut sich wirklich was. Mein Ei ist geflogen, kann es denn nicht jemand wieder einfangen? Komm her! Einmal drauf gehauen und lass da rum drauf. Oh nein, ich muss wohl erst fliegen lernen, um mein Ei da wieder runter zu bekommen. Nee, so dumm rum, überleg dir lieber, wie man mein Ei kriegen könnte. Das Ei schläft. Okay, wir haben ja hier hinten eine Flugplattform freigeschaltet, ne? Mal hoffen, dass ich da... auch hinkomme, tun wir. Wie bitte? Du weigerst dich, verspeist zu werden? Das ist ja sowas von süß. Was meinst du dazu, Mario? Soll mir ihm helfen? Okay. Genau, lassen wir das arme Ding doch einfach in Ruhe. Mein lieber Herr Hotdog-Verkäufer, es sieht ganz so aus, als wollte das Ei hier nicht verwurstet werden. So dringend wird es doch auch gar nicht benötigt, oder? Schon gut, so ein herumhüpfendes Ei mag ohnehin niemand essen. Geh, wo du hin will, wohin du willst, Kleiner, also mach's gut. Was? Was willst du? Du wirst mit uns kommen? Das meint es tatsächlich. Was sollen wir tun, Mario? Ah, nimm es mit. Da hast du Glück gehabt, du kleines buntes Ei. Aber geh uns nicht durch die Nerven. Hey, wir haben ein Ei als Begleiter. Sehr schön, sehr schön. So, machen wir jetzt noch einen Kampf oder lassen wir es? Ich glaube, einen Kampf nehmen wir noch mit. Sollte ja machbar sein, oder? Genau, setz du dich da mal hin. Na komm, einen Kampf machen wir noch. Hallo Bomber, ja, du müsstest wieder kämpfen. Gut, da folgende Gegner ist gegen welcher auf Rang 14. Du kämpfst gegen die Banditenbande. Im folgenden Kampf solltest du keine BP verbrauchen. Oh. Ich möchte sehen, wie du mit einfachen Mitteln im Kampf zurechtkommst. Bleib mir einen guten Kampf. Also gegen Samum, ne? Bomber, der Kampf beginnt. Folge mir. Das könnte doch ein bisschen dauern oder schwierig werden.
Weil ich glaube, die können auch Items oder Geld klauen. Also sind ja Banditen. Die Gegner im folgenden Kampf sind Bomber Luigi und die flinken Verstecker, die Banditenbande. Also los, Mario, wir schaffen das. Mit unserem Tempo können wir niemals Schritt halten. Let's fight! Okay, das sind zwei verschiedene Banditen. So, wenn ich mit Combina den Scanner mache, verliere ich ja keine. BP. Hey, das ist Luigi. Das ist ein Bandit. Bei seinen Angriffen stiehlt er dir Münzen. Max KP 2, 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn deine Verteidigung stimmt. Schau dir sein belämmertes Gesicht an, wenn deine Verteidigung gepasst hat. Ansonsten bekommst du deine Münzen zurück, wenn du ihn gleich vor Ort besiegst. Aber wir können natürlich auch mit Items kämpfen. Oder? Nein! Er hat mal Kraftpunsch! Mann! Zögert hinaus! Oh, die haben 8. Das ist ein großer Bandit, aber auch große Banditen sind nur Banditen. Max HP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Große Banditen stehen übrigens nicht nur Münzen, sondern auch Items. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn der Verteidigung stimmt. Sonst musst du die Banditen schnell besiegen oder sie verschwinden mit dem Diebesgut. Wir dürfen nur keine BP verschwenden, also benutzen, ne? Dann benutze ich jetzt einfach mal ein Wutbeben. Damit können wir nämlich zumindest die normalen Banditen schon mal wegmachen. Die anderen kriegen zumindest schon mal... Die verschwinden wirklich? Ich hätte jetzt gedacht, die würden zumindest hier nicht verschwinden. Na, Gewinner ist Bomba Luigi. So geht das. Das war ja fies. Bitte deine Gage, exakt 10 Münzen. Jo, danke, danke, danke und tschüss. Übrigens, in der Bar draußen trifft man gelegentlich diese wunderschöne Frau. Sie mag Saft, ich mag Saft. Wir haben schon echt viel gemeinsam. Du solltest unbedingt mal rübergehen und sie dir anschauen. Ja, war mir ja schon. Und daher ist es eigentlich unwichtig und ja, ich gehe davon aus, dass mir mein Stuff wirklich geklaut wurde und ich das jetzt weg habe, ne? Na gut, Wannung, Kraftpunsch, das nutze ich, würde ich wahrscheinlich sowieso mehr groß benutzen. Und daher egal. Kurz mal gucken, hat sich da irgendwas wirklich getan, wenn ich da jetzt hingehe? Oder war das nur eine Anmerkung am Rande? Macht ihr irgendwas? Nö? Okay. Dann nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, war es das mit Paper Mario 2 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne die Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit der Klammerbekundung, was gefallen hat, was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann weiterhin versuchen, in die erste Liga zu gelangen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.